Hallo, ich bin Christian Kraus, ich bin Musiklehrer an der Bruno Frey Musikschule für Kontrabass und stelle euch heute mein Instrument vor. Gerade habe ich beim Stück Hit the Road Jack schon verschiedene Spielweisen und Funktionen des Kontrabasses verwendet. Zum Beispiel die gezupfte Spielweise bei der Basslinie. Und auch bei der Begleitung. Mit dem Bogen habe ich die Melodiestimme gespielt. Deshalb gehört der Kontrabass zur Familie der Streichinstrumente und hat meistens wie die anderen Streichinstrumente vier Saiten. Er ist das größte unter diesen mit folgenden Tönen, mit dem G, dem D, dem A und dem tiefen E. Seinen Namen hat der Kontrabass daher, weil seine tiefen Töne in der sogenannten Kontraoktave liegen. Das ist der Bereich, der die sehr tiefen Töne in der Musik beschreibt. Früher wurde er oft wegen seiner Geigenform in XXL auch als Bassgeige bezeichnet und man kann tatsächlich aus dem Holz der Decke bis zu 6 Geigen bauen. Besonders gut hört man den Kontrabass im Orchester bei einem Stück des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, dem Karneval der Tiere. In dem Karneval der Tiere stellt der Kontrabass passenderweise den Elefanten dar. Und so klingt er. Aus der Tierwelt haben auch einige Bauteile des Kontrabasses ihre Namen, zum Beispiel die Schnecke, vom Pferd der Sattel, von der Biene der Stachel, am Bogen der Frosch und außerdem stammen die Haare des Bogens von einem Pferdeschweif. Ein Kontrabassbogen kann mit bis zu 250 solcher Pferdehaare bespannt sein. Da diese Haare besonders rau sind, bringen Sie die Saite beim Streichen gut zum Klingen. Dieser Bass und dieser Bogen sind speziell für Kinder ab 7 Jahren gebaut. Sie haben eine kindgerechte kleine Bauweise, ein geringeres Gewicht und können gut transportiert werden. Wie man hören kann, klingen diese Mini-Bässe wie ihre großen Brüder und sind auch schon von Kinderhänden mühelos spielbar. Die Musikschule kann für jedes Alter auch passende Leihinstrumente zur Verfügung stellen. Wenn ihr den Kontrabass jetzt gerne selbst einmal ausprobieren wollt, könnt ihr gerne zum Schnupperunterricht kommen oder das Instrumentenkarussell besuchen. Für erwachsene Interessenten gibt es unser Probeabo mit 5 Unterrichtseinheiten. Da der Kontrabass in vielen Stilrichtungen wie zum Beispiel Klassik, Jazz, Country oder auch Volksmusik zu Hause ist, gibt es an der Musikschule viele Ensembles zum gemeinsamen Musizieren. Zum Beispiel das Streichhölzlit oder das Musikschulorchester, später das Schützentheaterorchester oder auch das Jugendsinfonieorchester und jetzt ganz neu auch im Rock-Pop-Bereich schon für Einsteiger die Band Kids. Ich freue mich auf euch und zum Ende hört ihr nochmal ein Stück mit einer sehr bekannten Basslinie.